Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Komm, machen wir noch eine Kuhfarm mehr hin. Kommt hier vielleicht auch hin wieder mal ein bisschen Käse rein. So, und mehr Gerber. Daran dürfen wir auch denken. Daran dürfen wir natürlich denken. So. Und noch mehr. Und ich glaube, mit 9 Gerbern sind wir eigentlich ganz gut bedient, würde ich sagen. So nah an der Waffenkammer noch dran, so nah an den Kühen, die müssten sehr produktiv sein. Wie viel bräuchten wir denn, Lederharnische? Viele. Ziemlich viele. Und Eisen müssen wir holen. Könnten wir es kaufen im Falle? Wir könnten es kaufen, fragt sich, ob das Sinn macht. Ich glaube, das produziere ich lieber. Sehen wir noch Wölfe? Nein, Wölfe dürften nicht mehr da sein. Ja, das ist halt die Sache mit Eisen. Jetzt lohnt es sich auf jeden Fall um einiges mehr, die Eisenminen zu machen, bevor ich Stein kaufe. Bevor ich Stein hole, verkaufe und dafür Eisen kaufe. Da machen wir Verlust. Auf jeden Fall. In Bewegung. Jetzt kommt mal her, jetzt mache ich mal eben ein bisschen Jagd auf die Wölfe hier oben. Eure Befehle? Und erstmal gut 200 Eisen zu kaufen, kostet gewaltig was an Holz. Wir speichern mal. Speichern. Wolfskampagne. Und speichern. So. Bin zur Stelle. Sobald alles halbwegs gut läuft, mache ich dann auch mal wieder ein bisschen Spielgeschwindigkeit hoch. Pfeile bereit. Wolf sind kaputt. Auf dem Weg. In Bewegung. Und da drüben war, glaube ich, noch einer. Rücken da. Aus. Bogen nein, nicht das Wild. Das brauche ich noch. Ziel angepeilt. So. Den kriegt ihr. Bogenschützen bereit. Na also. Mein Bogen noch Wölfe? Ist einige Vogelfreunde aus den Wäldern sind zu uns zurückgekehrt, mein Lord. Kommt die denn her? Vogelfreie? Yay, nicht schlecht. Genau, die könnte ich gebrauchen. Mein Herr, sind auf dem Weg. In Bewegung. Wieder böse Wölfe. Leck mich am Arsch. Ihr könnt auf uns zählen. Ein Kinderspiel. Eure Befehle? Hund gegen Hund. Hund hat verloren. Pfeile bereit. Gedacht? Sag mal so, Hund gegen Wolf. Gehen wir? Immer noch auf die armen Hasen. Bin zur Stelle. Zielwasser kann helfen. Bogen gespannt. Hier, Nappels. Ja, hier kommen auch ein paar Bäume, aber für einen Holzfäller wird es sich jetzt nicht direkt lohnen. Hier sind zwar auch Bäume, aber der Weg ist ewig lang, weil die noch den Berg hochlaufen müssen. Aber hier ist er auch lang. Irgendwie ist das hier nicht gerade das Holzfällerparadies. Es sind Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Es naja, sind nicht egal. Genügend Arbeiter vorhanden, um das wir Gebäude brauchen zu verwalten. Wieder tolle Arbeiter. Anscheinend haben wir noch nicht genug Hütten. Hütten. Das Volk huldigt euch sein. Wie war es nochmal? Man kann noch so viel Holz vor der Hütte haben, aber es bringt nichts, wenn im Oberstübchen kein Feuer brennt. Ja. Der Spruch Weg. War eigentlich cool, muss ich in sagen, Bewegung. Als ich den gelesen habe vor kurzem. Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Ist der Wolf tot? Ja. Rücken aus. Mein Herr? Also, ich bin nicht tot. Ich meine jetzt den Typen da. Eure Befehle? Das kam erst jetzt. Das in könnte Bewegung. Man doch zweideutig sehen. Bin zur Stelle. Rücken aus. Wie sagt man so schön? Eindeutig, zweideutig. Bereit. Eure Lordschaft? Och, die 4 lasse ich mal oben, um nach Notfall einfach aufteilen zu können. Wir speichern nochmal, weil die Grundlage, wie es jetzt und aussieht, wir speichern. Haben noch gut Zeit und anderen Sachen passen auch. Sieht eigentlich gut aus. Das Volk huldigt euch, Sire. Jetzt muss ich bloß gucken, dass ich wieder Häuser hole. Häuser! Fruchtalarm! Keine Ahnung, wieso ich jetzt da drauf komme. Ah, wir können eh keine guten Dinge bauen. Wir könnten, wenn dann, böse Dinge bauen. Dann würden unsere Truppen schlechter kämpfen, aber darauf würde ich fast kacken, weil wie groß kämpfen wir jetzt gerade? Ist ein guter Punkt, oder? Und dann könnten wir zwar weniger Steuern eintreiben, cool. Aber... Ein Bär greift die Siedlung an. Ganz ehrlich, durch die hohe Produktion würden wir viel schneller Nahrung produzieren, da können wir auch doppelte Rationen machen. Ich glaube, wir machen mal einen auf bösen Fürst. Wir machen einen auf böse. Das mache ich jetzt. Das heißt, wir setzen doppelte Rationen rein, kriegen ordentlich Beliebtheit, können sogar die Steuern noch eins höher setzen. Und dann machen wir irgendwelche bösen Dinge. Was haben wir denn so Tolles zur Auswahl? Machen wir ein paar Hackblöcke. Na, was sagt der Hackblock? Genau das.
Das Problem ist, dass die Hackblöcke viel Platz wegnehmen. Ein paar Hängekäfige. Die Galgen nehmen, glaube ich, am wenigsten Platz weg. Und die Hängekäfige. Ist das nicht eine schöne Arbeitsatmosphäre? Ja, natürlich ist es das. Ach kommt, mach mal einfach noch eine Streckbank dazu. Und einen Scheiterhaufen, dass die Frauen auch ihren Spaß haben. Und was haben wir denn noch? Einen Hexenstuhl, dass die Frauen noch mehr Spaß haben. Was will man denn mehr? Eine Senkgrube. Und was haben wir noch? Ich glaube, ich nehme die Senkgrube wieder weg. Ich habe keinen Bock, Pest in meiner Burg zu haben, auch wenn es nur so ausschaut. Pranger haben wir noch. Und ansonsten machen wir noch mehr Hängekäfige und Galgen hin. Ja, ich weiß, es passt gar nicht zu uns, böse Dinge zu bauen auf einmal. Aber hey, man kann ja mal irgendwann einen Sinneswandel haben. Plötzlich macht mein Leben wieder einen Sinn. Das Volk hat Angst vor euch, euer Gnaden. Oh, arme Duktux. Brauchen doch keine Angst haben. Unsere Kühe werden von einer eigenartigen Krankheit dahingestreckt, mein Lord. Das ist gemein. Jetzt fallen kurz die Lederharnische aus. Blöde Kühe. Worauf wird geschossen? Bären. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Oh, ey, ich bin. Meine Maushand ist besoffen. Das Volk erzittert bei der leisesten Erwähnung eures Namens, Sire. Ist ja auch grausam. Udwin. Sollen sie auch. Ihr seid wahrlich der Dankeschön. Das wollte ich hören. Königreich, eure Gut, ich würde noch fast sagen, verkaufen wir mal ein paar Steine. Wir haben irgendwie kaum noch Gold. Holz haben wir wieder reinbekommen. Das ist schön. Dann gucken wir mal. Ich hoffe, ihr arbeitet jetzt ein bisschen flinker, meine Freunde. Ich brauche ein bisschen Eisen. Allzeit bereit. Oh, jetzt haben wir ganz viel Böses. Ihr seid wahrlich der unbarmherzigste Tyrann im Königreich. Wir haben noch Arbeiter übrig. Da wir eh keine Truppen rekrutieren, können wir vielleicht noch ein, zwei Jägerstände dazu tun. Die verteidigen mich und die holen Fleisch. Sind eigentlich ganz nett. Überall noch ein Jägerstand mehr, kann nicht so sehr schaden. Dann eventuell noch eine Obstgarten mehr. Was wollen wir noch produzieren? Wie schaut es denn aus mit Mehl? Wir haben viel. Ich glaube, so eine Mühle mehr würde nicht schaden. Wir benötigen Holz. Da ist ein Brunnen. Wir können aber keine Brunnen selbst bauen, oder? Wir können keine Brunnen selbst bauen. Das heißt, wenn ein Feuer kommt, sind wir komplett gearscht. Zum einen, weil wir keine Brunnen bauen können. Zum anderen, weil wir nur einen haben und weil wir unglaublich viel Zeug hier stehen haben. Das wäre doof. Wäre aber äußerst gemein, wenn es Feuer gäbe und wir könnten keinen Brunnen bauen. Das wäre die einzige. Merke ich das erste Mal, dass Brunnen doch in riesig großer Masse doch ein bisschen was bringen. Wenn sie dann weg wären. Das Volk huldigt euch, Sire. Drei geöffnete Schenken und so wenig Beliebtheitsbonus. Leckt mich am Arsch. Wie viel Bier haben wir? Genug würde ich nicht gerade sagen, aber. Dann bauen wir einfach noch einen Hopfenfarm mehr. Dass es dann auch noch dazu reinkommt. Und vielleicht noch ein, zwei Brauereien. Jetzt haben wir noch eine dritte Mühle. Das heißt, noch ein paar mehr Bäcker würden auch nicht schaden. Ein Bär greift die Siedlung an. Immer diese Bären. Captain Baloo ist in der Burg eingetroffen, eure Lordschaft. Was? Ja, das Volk Religion, da müssten wir jetzt alles mit Kirchen zubauen, damit es auch nur ein bis zwei Beliebtheit bringt. Da verzichten wir drauf. Nahrung schaut ganz gut aus. Könnte zumindest schlimmer sein. Alles klar, die Musik hört man wirklich sehr selten. Ich wusste gar nicht, dass die Musik, die hier kommt, in Stronghold 1 drin ist. Die hört man, glaube ich, in der Militärkampagne, hört man die, glaube ich, gar nicht. Das ist wahrscheinlich wirklich... Ah, ja genau, habe ich ja vor kurzem mal gehört. Die Musik kommt nur, wenn man ein böser Herrscher ist. Aha, deswegen kenne ich die nicht so. Tja. Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Selbst schuld, ihr zwingt mich dazu, böse zu sein.
Es kommen noch Leute zur Burg. Banditen treiben in Gaukler sind. Nein, ich will wissen, wo die Banditen herkommen. Heiliger Strohsack, leck mich am Arsch. Wo kommen die denn jetzt alle her? Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Kommt herbei. Mein Herr? Bogenschützen. Sind auf dem Weg. Nein, nicht Kartoffelbrei. Wir folgen euch, Herr. In Bewegung. Feuer. Lasst die Pfeile fliegen. Ja, das sind leicht viele Banditen, würde ich sagen. Banditen treiben in der Nähe der Unwesen. Jetzt bitte nicht noch von der anderen Seite. Scheiße. Bin zur Stelle. Die vier müssen da runter. Ein weiter Weg. Ja. Ich hatte schon Angst, ich krieg's mit dem Schakal zu tun. Es sind Banditen, die mich töten. Aber solange sie da stehen und sich abschießen lassen, habe ich eigentlich kein großes Problem mit den Banditen. Aber gut, dass ich jetzt die ganz wichtigen Gebäude nicht außen platziert habe. Das Problem ist jetzt, dass meine Truppen auch nicht mehr so gut sind, aber solange die jetzt nichts tun, passt das. Die Feinde. Banditen treiben in der Nähe der Burg ihr Unwesen, euer Lordschaft. Okay, die kommen nochmal von unten. Das heißt, sobald die weg sind, muss ich alles nach unten ziehen, so gut es geht. Die wichtigsten Produktionen laufen noch, von daher kann ich eigentlich zufrieden sein. Wie schaut's aus mit Harnischen und dem ganzen Zeug? Könnte schneller laufen, klar, aber es geht noch. Holz können wir schnell kaufen, das ist kein Problem. Eisen geht sehr langsam, aber das können wir im Notfall auch noch kaufen. Und Gold wird halt noch ein Problem. Wir haben den feindlichen Angriff überlebt. Ich sehe immer noch genug Feinde dafür. Bogenschützen bereit. Und ab geht's, runter mit euch. Ach, die ziehen sich schon zurück. Alle? Ihr auch? Banditen treiben in der Nähe der Burg ihr Unwesen, euer Lordschaft. Okay, die kommen jetzt von da. Dieses Hin- und Herschicken. Wir hätten doch wenigstens Bogenschützen ausbilden können. Sind auf dem Weg. Dürfen, sollen, hätten, können, tun. Komm, wir bauen jetzt wieder ein paar Apfelfermen. Genau, Apfelfermen. Obwohl ich jetzt mittlerweile ganz ehrlich am Denken bin. Nee, was bringen die paar Apfelfarmen mir? Wir haben unsere paar Kuhfarmen, die uns die Kühe bringen. Kack auf die verschiedenen Nahrungsarten. Hier oben, das lassen wir so lange, bis es zerstört wird. Dann setzen wir hier einfach noch eine Hopfenfarm hin und noch ein, zwei Getreidefarmen. Und dann machen wir lieber mehr Bäckereien. Bringt mehr. Bringt einfach um einiges mehr. Wenn wir Holz hätten. Okay, die greifen an. Das ist gemein. Ansonsten nichts mehr entgegnen. Alles klar. Kommt mal mit dazu, bitte. Die werden gemein. Die sind böse zu mir. Bitte macht was. Der Feind ist bezwungen. Banditen treiben. Jetzt reicht's aber langsam. Fliehen die jetzt auch? Das wäre lustig. Seid ihr mal endlich tot, bitte. Immer das gleiche mit euch Banditen. Ihr wollt einfach nicht schnell genug sterben. Was ist daran so schwer? Ich habe auch extra einen Guide geschrieben. Wie sterbe ich in 10 Sekunden? Die Burg hat Stand gehalten. Jetzt kommen die nächsten, oder? Ich möchte die Mauer zubauen, bitte. Das fände ich sehr nett, wenn ich das dürfte. Nein! Ach gut, er haut ab. Da wollte bloß noch sein Geschäft zu Ende bringen. Die Mauer habe ich angefangen, die mache ich jetzt noch restlich kaputt. Es wird egal, was ihr von mir denkt. Wird ihm durch den Kopf gegangen sein. Okay, also zurück zu unserer Innerburgwirtschaft.